Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen ja noch bei McCook. Wir müssen auf jeden Fall nochmal tanken. Und wir schauen, wohin die Reise heute geht. Ausfall ist nicht mal ganz so groß. Mit McCook ist es um eine Stadt geschrumpft. Columbus wäre möglich. 259 Meilen. Wahrscheinlich ist es dann von Columbus nach Grand Island nicht ganz so, also nicht weit genug. Die Frage, ob es noch nah. Ne, North Platte war nicht. War zu nah, glaube ich, ne? Grand Island wäre natürlich auch möglich, aber komm, wir fahren einfach dann Ethan von McCook, 37.000 Pfund nach Columbus. Für 20.347 Dollar, 76 oder 21 pro Meile. 259 Meilen. Tanken muss ich auf jeden Fall noch. Die letzte Fahrt ordentlich reingebuddert. Time to get the job done. Get ready to turn left. Turn left. Den wollen wir mal. Wie weit haben wir es jetzt zur Dings? 8 Meilen, okay. Zu der Stelle. Bisschen schneller können wir noch. Die nächste müssen wir allerdings wieder rausfahren, also wieder Führung hoch über den Schienen wieder rüber. Was ist M Stelle? Kann ja nicht. Go straight. Das kriegen wir hin. Ich werde wahrscheinlich noch mal ETS-Fan nochmal aufnehmen müssen. Weil ich gestern ETS nicht aufgenommen habe. Na, fand ich ganz so selben, aber. Kurz davor, kurz vor der Baustelle. Fracht schon. Feine, die sehr gut. Wir sind ja nicht weit gefahren, ne? Der Weicher kommt erst noch. Nehmen wir mal die Fracht mit. Ich weiß nicht, ob ich bisher schon E-Pro-Trailer gefahren bin. Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter rausholen. Damit wird nur gut rumkommen. Jetzt sind wir draußen. Dann fahren wir mal denselben Weg wahrscheinlich wieder zurück, wie wir hergekommen sind. Genau wie die Highway 34 auf Highway 136. Dann wechseln wir auf den Highway 183. Dann geht es Interstate 80 hoch und die zweite Ausfahrt nehmen wir dann. Dann geht es auf dem Highway 81 nach Columbus. Und dann sind wir auch schon da.
Ah, gut, einer hat also auch hier wieder so eine. Wieder so ein inneres Stadtgebiet, wo man nur. Wo eine Einbahnstraße ist. Aber den Grand Elevator ist schon echt nice. Sind schon Klötze. Ich sehe jetzt halt gerade nicht, ob es jetzt rot ist oder nicht. Okay, ist noch grün, sehr schön. War ich mehr fokussiert darauf, dass ich die Ampelphase nicht auf Rot erwische. Also da geht's Bremse. Ne, in Realität hätte man ja ein bisschen aus sich aufs Lenkrad lehnen können, aber wäre jetzt in diesem Fall nicht möglich gewesen. Ne, ich glaube nicht. Abfahrt kann ich schon noch hochbeschleunigen auf 65. Ab erstmal zur nächsten Waage, glaube ich. Mal schauen, ob wir rauf müssen oder nicht. Jetzt sind wir wieder in der Nachtfahrt. Erleben wir zumindest so ein bisschen was auch bei Nacht, auch wenn es leider ein bisschen schade ist, dass wir die neuen Wege nicht ganz so bei Tageslicht erblicken und sehen dürfen. Na gut, ist halt wie es ist, ne? Da war ja was mit Tanken. Das muss ich noch. So, jetzt wieder aus Deck aktivieren. Ritaler. Haben wir denn hier noch nie eine Tanke? Das ist die relevante Frage. Na, nicht auf unserem Weg. Wie lange reicht denn das noch? 300 Meilen, ja, easy going. Ja, noch 200 Meilen unterwegs. 300 Meilen sollten wir ja hinbekommen. Dann kommen wir bestimmt irgendwo hier noch an der Tanke vorbei, oder? Prinzipiell ja, und prinzipiell auch nicht. Ja, wenn wir hier schon runterfahren, dann können wir ja kurz einen Abstecher nach
auch einen Truckstop machen. So viel Zeit muss sein. Ich beschleunige, habe jetzt gleich die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Du solltest vielleicht ein bisschen mich wieder dich hinten einsortieren, ja. Just saying. Bahn, auch freie Bahn, oder? Ja. Das ist schon irgendwie witzig, also in Anführungszeichen witzig, dass einfach vorne heraus einfach keine Sternenhimmel zu erkennen ist, aber einfach im Spiegel. Es ist ja nicht mal hier so eine so moderner LKW, wo es einfach ne, Monitorspiegel sind, die gerade überbelichtet sind. Beziehungsweise wo der Kontrast halt anders ist als so normal, aber es ist halt schon irgendwie wild, dass einfach nur im Rückspiegel die der Scheinhelm des Erkenntnis. Ich meine, hier ist es so leicht erkennbar, ist hinten deutlich mehr. Ja, schon. Wieder in dem Zementmischer hinterher, super. Ich mach den Cruise Controller noch nicht an. Ansonsten wären wir wieder hier mitten auf Interstate wieder ausgebremst. Wenn dann wieder die adaptive Geschwindigkeitsregulierung eintritt. Oh.
Dann können wir jetzt mal so ein bisschen weiter hier bleiben, weil der. Okay, ist das wieder genug Platz? Können wir uns mal einsortieren. Island, also müssen wir noch eine Auswahl weiterfahren, aber das wussten wir schon vorher. Eigentlich müsste ich es testen. Ich kann ja den HDMI-Kabel wieder rausstecken, wenn ich merke, ob es geht. Vielleicht würde ich beim normalen Test aufmachen, weil ich bin am Überlegen, gerade hier über den einen alten Laptop rauszukramen, wo der Monitor nicht funktioniert. Deswegen ich halt den an Monitor schließen muss, den Laptop. Ich weiß nicht, aber was war es, VGA? War ja schon halt HDMI-fähiger? Hm, schon länger her. Weil da läuft auf alle Fälle beispielsweise Landwirtschaftssimulator 15. Ich weiß gar nicht, sogar also guter Qualität, höchster Qualität, flüssig. Dann kann ich dem, wenn das funktioniert, gegebenenfalls zum Rendern von Videos nutzen. Insofern da dann jetzt nicht auch überhitzt, aber ich denke mal nicht. Kann ich ja vielleicht irgendwie, keine Ahnung, über auf. Darf ich zwei Bücher stellen oder so? Damit der Luft zum Atmen hat. Hier raus. Und nehmen wir einfach mal. Wird es wahrscheinlich sowieso noch reichen und so. Also wird noch reichen bis nach Columbus wird es noch reichen mit der Tankfüllung, aber wir wollen ja sicher gehen. Aber das wäre eigentlich eine muss ich wirklich jetzt machen heute noch. Habe ich vielleicht irgendwann so weit gedingst, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr auf Rückweg zugreifen müsste, sondern einfach auch weiterhin mit dem Ersatzrechner hier das machen kann. Oh Gott, das war. Am Ende sogar noch ersichtlich, dass ich da leicht gegenkommen könnte. Aber, naja. Konnte nicht mehr ans rechtzeitig bremsen. Fast 6 Dollar pro Gallone. Holy shit. Bestimmt nur ein Preis, der mir gefällt, weil ich dagegen gesondert bin. Haben die da eine Barriere? Ne, die haben nicht mal so einen Blocker. Oh, okay. 278 Gallonen für 1624 Dollar.
Hä? Wofür haben wir jetzt eigentlich Strafe bekommen? Achso, never mind. Das war ja, weil ich Geld bezahlt habe. Für den Sprit. Obviously. Oder eigentlich links rum, ne? Ja. Eine rote Lampe zur nächsten. Auf zum Bodybegang. Ich bin glaube ich auf 60 gegangen, ne? Und ich habe 65. Hoffe ich mal, ja. Gut, jetzt dürfte ich auf 65. Kein Grund hier so abzubremsen auf 45. Ab da hinten jetzt vielleicht. Go straight. Vorfahrt gewähren gewesen, ne? Und wäre gar nicht hier ein Fehlen gewesen. Eigentlich. Und dann sind wir auch schon gleich. Cool.
haben wir es. Columbus, Cornhusker State 9 von 12. Der Vorteil, wenn man ein bisschen weiter weg steht, wenn man die Ampel sieht, man kommt auch früher los. Wenn man einen Geschmack auch gemacht hat, wenn ich aber eine grün ist. Ah, ein Monument, was man hier fotografieren kann. Fährt sich über die Brücke rüber. Einmal rum an der ATS-Bank vorbei. Caution. Please mind the speed limit. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Bleiben wir mal bei der 35. Da hätten wir wieder eine Tanke. Wären wir sogar noch an der Tanke vorbeigekommen, bevor wir das Ethan abgeliefert hätten. Stay right, then turn right. Wir aber gar nicht bei der teuren Tanke tanken müssen. Das wäre im teuren Takt zu abgehören. Truck, stop. Caution, please mind the speed limit. Hätten wir wahrscheinlich auch hier gekonnt, wäre es wahrscheinlich billiger gewesen. Ich meine, es geht ja schon fast kaum teurer. Left.
Immer mehr im Industriegebiet. Jetzt sind meine Übergänge. Stay right. Then turn right. Turn right. Ach je. Oh, komm mal mit. Gehen wir gemeinsam hier ab. It was a nice ride. Okay. Wilder Abladeort. Können wir einmal außen rum? Ich glaube. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Na, aber doch. Das ist ein einfacher Weg jetzt. Auf jeden Fall aufpassen. Ich werde jetzt gleich auf der rechten Seite nicht gegenkommen. In einem Rutsch, aber okay. Aber wir sind zu weit off. Muss ich noch mal ein bisschen ansetzen. Schon besser. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnet, nicht ganz so die Fahrt, aber okay. Ich habe von Beckucken nach Columbus geliefert, Gefahrenstrecke 275 Meilen, Dauer 38 Minuten. Aber auch der Kraftstoff 40 Gallonen, das war der 175. erledigte ATS-Bürger-Trucks-Auftrag. Es gab dafür $20.347.736 Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, fahren wir noch eben kurz auf die gegenüberliegende vorbei. Was sagt denn der Schlaf? 7 Stunden? Ja, wir können auch hier stehen bleiben. Gucken wir kurz nach, ob wir irgendwie einen Auftrag haben. Gut, Red Island ist wahrscheinlich viel zu nah. Columbus muss ich mir noch gleich aufschreiben. Wir können ja trotzdem gucken, ob wenn wir hier Grand Island haben. In Norfolk waren wir schon, oder? Ne, in Norfolk waren wir nicht. Aber ist auch zu nah. Nach Sydney könnten wir. Müssen wir nochmal pennen vorher.
Alliance würde auch gehen, müssen wir auch nochmal pennen. Grand Island ist auch zu nah, yep. North Platte wäre auch möglich. Doppelt sogar. Also wir haben eigentlich Aufträge von hier. Perfekt. Da war sogar gerade der eine, eine neue Fracht mit dabei gewesen. Dann würde ich sagen, bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder vom Trade Connections Switzerland Event. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.